Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Impfschutz haben wir im Landtag bereits mehrfach beraten. Wie schon bei den letzten Beratungen können wir auch heute feststellen, dass NRW bei der Erreichung der Impfquote zu den führenden Bundesländern gehört. Nach den Zahlen der Robert-Koch-Institut können wir sagen, mit einer Durchimpfungsquote 97,8 bei den ersten Impfungen und 94,6% bei der zweiten Masernimpfung könnte das Werk, diese Quote, nach unseren Beratungen sogar noch eine halbe Prozentpunkt erhöht werden. Das heißt, seit 2013 haben wir auch die Durchimpfungsquote erhöhen können. Die von der Weltgesundheitsorganisation zur Elimination, das heißt zu weitergehende Verschwinden von Masern genannter Durchimpfungsquote von 95%, ist fast erreicht. Dann sind wir auch bei den Bundesländern wirklich an der Spitze. Durchschnittlich liegt die Quote in Deutschland, in westdeutschen Bundesländern, 92,6% und bei den neuen Bundesländern 93,8%. So gesehen, bei den Bundesländern, die alten Bundesländern, sind wir an der Spitze. Das heißt, unsere Maßnahmen in NRW wirken schon. Trotz dieser Entwicklungen, erfreuliche Entwicklungen, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen durchgängig einen umfassenden Impfschutz aufweisen. Meine Damen und Herren, deshalb existiert auch in NRW seit mehreren Jahren eine Reihe von Projekten, eigentlich diese Durchimpfungsrate erhöhen. Einige Beispiele sind in erster Linie bei der Primär- und Sekundärprävention zu sehen. Da sind die Maßnahmen zum Beispiel Fachtagungen in öffentlichen Gesundheitsdiensten oder Fachtagungen und Schulungen der Ärztinnen und Ärzte in erster Linie in Verantwortung der kassenärztlichen Vereinigungen liegen und auch sehr aktiv sind, und Einbringung dieser Impfschutz in den Schulen als Thema zu machen, sind wirksame Maßnahmen, die wir schon geleitet haben. Zudem müssen wir natürlich auch die Akteure einfach ein bisschen angeschoben werden. Das hat auch die Landesregierung 2013 gemacht, nämlich kommunale Spitzenverbände und die Krankenkassen angefangen, miteinander zu diskutieren, wegen dieser Rahmenvereinbarung abzuschließen. Muss ich ehrlich zugeben, bis heute gibt es kein Ergebnis dafür. Aber dafür sind die kommunalen Spitzenverbände und Kassen verantwortlich. Wir können auch nicht als Landesregierung oder Parlament vorschreiben. Aber da muss man natürlich sie auch einreden, dass wir eine Rahmenvereinbarung brauchen, was den Impfschutz in NRW angeht. Zur Forderung des Impfes wurde im nationalen Impfplan 2012 Ziele formuliert, und auch diese Akteure im Namen dieser nationalen Impfkonferenz NIC überprüft auch diese Ziele in Bundesrepublik. Und ich glaube auch, dass mit der Gründung nationaler Lenkungsgruppe, diese NALE, als Ansprechpartner und Koordinierungsgremium jetzt 2016 gegründet worden sind, ist richtige Maßnahmen, die wir auf der Bundesebene alle diese Maßnahmen koordinieren, vernetzen und davon auch wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich gewinnen können. Nordrhein-Westfalen bringt sich natürlich sowohl finanziell als auch ideell an diesen bundesweiten Aktivitäten, besonders zum Beispiel bei der Mitfinanzierung der Geschäftsstelle Nationale Impfkonferenz. Das sind im Bayerischen Gesundheitsministerium angegliedert, aber nach der Königsteiner Schlüssel finanziert die NRW diese bundesweite Initiativen auch mit. Vieles ist schon auf den Weg gebracht, worüber wir natürlich im Fachausschuss detailliert diskutieren können. Wir stimmen der Überweisung des Antrages in den Fachausschuss zu und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr